Heute bin ich unterwegs in puncto Nachtfotografie. Ich möchte also ein paar Sterne aufnehmen mit meiner Kamera, möchte euch ein paar Einstellungen zeigen, die ich verwende in der Nachtfotografie. Habe mir als Spot, als Location die Erdfunkstelle in Raisting ausgesucht. Warum Raisting? Hinter mir sind riesige Satellitenschüsseln, riesige Parabolantennen, die sich sehr gut als Vordergrund in meiner Bildkomposition eignen. Denn ich finde, nur ein schönes Sternenbild kann man hinkriegen, wenn man einen entsprechenden Vordergrund hat. Also rein Sternenhimmel fotografieren finde ich langweilig. Welche Kamera habe ich dabei? Die A6500 mit einem manuellen Samyang Objektiv. 12mm Objektiv ist es. Es ist manuell. Eignet sich wohl ganz gut zur Nachtfotografie. Ich habe es jetzt nachts noch nicht wirklich ausprobiert. Ist eigentlich nagelneu. Dürfte aber kein Problem sein. Oh. Mal schauen, wo ich mich positioniere. Das wird jetzt erstmal eine Suche hier im Dunkeln. Mal gucken. Viel los ist hier jedenfalls nicht. Es ist kein einziger Stern zu sehen. Es ziehen hier ziemliche Regenwolken auch gerade drüber. Da versuche ich jetzt wenigstens mal diese Anlage schön einzufangen. Ich werde auf Blende 2.0 gehen oder 2.8. Um maximale Lichtstärke zu haben und 20 bis 30 Sekunden lang belichten. Natürlich brauchst du ein Stativ und ich habe diese 2 Sekunden Verzögerung drin. Das heißt, ich drücke auf den Auslöser und erst nach 2 Sekunden wird das Bild gemacht. So vermeide ich das Ruckeln beim Draufdrücken. Wären noch Sterne zu sehen, wäre das jetzt natürlich noch geiler gewesen. Hier ist es unheimlich still, ruhig. Man kann hier in Ruhe fotografieren, man kann sich Zeit nehmen. Manuell fokussieren ist ganz, ganz wichtig. Kann ich euch dann kurz zeigen, wie das funktioniert am Objektiv. Mit Focus Peaking ist das relativ einfach bei den Sony-Kameras. Die ganze Warterei hat sich jetzt gelohnt. Es sind mittlerweile ein paar Sterne am Himmel zu sehen. Die Wolken haben sich verzogen. Fokussiere wieder manuell auf der 2er Blende. Oh, Helikopter. Uhu. Shit, wegen mir? Scheiße. Nach 2 Stunden fotografieren habe ich ein paar schöne Bilder, mal mit Sterne, mal ohne Sterne einfangen können. Jetzt zeigt sich in Lightroom, was man aus den Bildern noch rausholen kann. Also, ab an Rechner! Die Bilder vom gestrigen Abend sind ganz cool geworden. Ich habe sie alle mal in Lightroom geladen und ich fange an der Belichtung etwas zu schrauben. Drehe hier im Regler etwas nach oben, bis es mir ganz gut gefällt. Als nächstes begradige ich mal den Horizont. Hierbei wähle ich das Winkelwerkzeug, ziehe einmal die Linie quer rüber und bam, ist das Bild schon einigermaßen gerade geworden. Okay, mir fällt jetzt deutlich auf, dass im oberen Bereich, dass es etwas dunkler ist als unten. Das kann ich schnell heilen mit einem Radialfilter, den ziehe ich von oben einfach so ganz easy herab. Gehe auch hier in die Belichtung rein, das wäre natürlich zu viel. Mach es einfach dezent, vielleicht so, zack. Genauso können wir eigentlich auch unten vorgehen. Ich ziehe von unten den Filter nach oben. Auch hier nicht dunkel, sondern zack, gehe etwas mehr ins Helle. Ja, kann man auch erstmal so lassen. Okay, mit was können wir noch spielen? Hier vielleicht mit dem Weißabgleich. Ich bin jetzt hier auf 3700. Könnte geil sein. Ja, einfach mal aufs Auge. Komm, lassen wir es mal bei 4200. Gut. Mit den Lichtern kann man auf jeden Fall noch spielen. Umso mehr ich die Lichter nach unten ziehe, sieht man am Scheinwerfer unten in der Mitte, wie sich der Lichtkegel verändert. Vielleicht mache ich das nicht ganz so extrem und bleibe dabei. Die Tiefen kann ich ein bisschen hochjucken. Weiß lasse ich, wie es ist. Hier gehe ich
weit nach links verliere ich die Schwarzwerte, die Schatten, die Tiefen. Bleibt da die Klarheit. Oh ja, oh, bei der Klarheit verliert dem Bild natürlich den Biss, den Pop. Jucke ich hoch auf 29. Dynamik dezente 16. Sättigung, oh, das übertreiben sollte man hier nicht. Hier bleibe ich vielleicht einfach mal auf 10, 11. Genau. Ah, weiter geht's mit den Lichtern. Hier kann ich nochmal ganz dezent einwirken auf die Lichter, Mitteltöne. Ach. Insgesamt kann ich hier an der Helligkeit noch ein bisschen spielen. Wenn ich mir jetzt hier die Wiese anschaue, möchte ich einfach die nochmal übertrieben grün darstellen. Das kann ich hiermit tun, mit dem Regler. Also ich bin hier in der Farbton, gehe in die Sättigung hoch. Ja, ich glaube, das wäre es jetzt so fürs allererste. So, und dann schauen wir uns mal vorher nachher den Unterschied an. Ja, kann man deutlich sehen. Links das Bild, wie es aus der Kamera kam. Rechts nach einer 5 Minuten Bearbeitung in Lightroom. Wenn ihr bis jetzt mit dabei geblieben seid, freut es mich riesig, dass ihr Interesse an diesem Video zeigt. Ich wollte euch einfach einen Einblick geben, wie es mir ergangen ist an der Erdfunkstelle in Raisting bei den Fotoarbeiten. Und vielleicht war ja auch der ein oder andere hilfreiche Tipp in Sachen Nachtfotografie oder auch Lightroom-Bearbeitung für euch mit dabei. Ich freue mich natürlich, wenn ihr mir ein Like auf YouTube oder auf Facebook da lasst, als Wertschätzung meiner Arbeit. Also dann, peace out und bis zum nächsten Video.